Das Alpinforum 2010 zusammengefasst. Mit Ledene Schurchrem, frei nach Hans Dietmeier, kletterten Hans Brucker und Robert Gliedl zwar nicht auf den Big Walls in Kalifornien, kehrten jedoch wieder gerne in die heimatlichen Berge den Dachstein zurück, wo vor Jahrzehnten Sepp Moosbrugger, Karl Bromberger und Sepp Strasser unter anderem Alpingeschichte schrieben. Wie man sieht, ist unsere ältere Generation noch immer in guter Verfassung. Die Einführung Skitour führte mit Andreas Fischbacher auf die Guschen. Siegfried Steiner ging über den Hirzberg zum Ödensee im Jänner. In die Ortlergruppe führte die heurige Hochgebirgstour. Ausgangspunkte waren die oberhalb Sultens gelegene Schaubachhütte und die Piccini-Hütte. Bei ausgezeichneten Bedingungen konnten unter der umsichtigen Führung von Berg- und Skiführer Oliver Stocker und Michael Gruber die Sultenspitze 3376 Meter, Cevedale 3769 Meter, die Zufallspitze mit 3757 Meter, der Mont Pascal mit 3553 Meter und die Königsspitze mit 3859 Meter gleich 5 3000er bestiegen werden. Ein unvergessliches Erlebnis zum Abschluss eines Skitourenwinters für alle Teilnehmer. Karl Döringer war mit unseren Vereinsmitgliedern im Kleinadel am Bänkkopf. Manfred führte seine Gruppe durch die Lienzer Dolomitenklettersteige. Und Erhard Reiter ging auf die Trieselwand in Aussee. Der Klettersteig bei der Hohen Wand in Niederösterreich. Mit Manfred Landl und ein besonderer Zufall. Josef Küselak, ein Mann mit eigenartiger Freizeitbeschäftigung. Er hinterlässt bei seinen Wanderungen durch die Monarchie seinen Namenszug, so auch auf dem Fels der Hohen Wand. Er gilt als Vorläufer der Graffiti-Künstler. Schöne Sommertour ging auf die Starzen, wo Siegfried die Geschichte seiner Lederhose erzählte. Das Betreuerteam mit Christa Stocker und 44 Teilnehmern und die Belohnung.
Vor 40 Jahren wurde die Sektion Haus im Ennstal des Österreichischen Alpenvereins gegründet. Genauso lange führt der Verein, der aus einer starken Jugendgruppe hervorgegangen war, auch seine bereits zur Tradition gewordenen Kinder- und Jugendberglager auf dem Gutenberghaus durch. In diesen Jahren erfuhren an die 1200 Mädchen und Buben die Grundschule des Bergsteigens in der Gemeinschaft des Vereins und konnten immer wieder eindrucksvolle Erinnerungen mit nach Hause nehmen. Genauso wie die Kinder sich auf Fels, Eis und Schnee sicher fortzubewegen lernten. Natürlich kamen Spiele und Hüttenspaß nicht zu kurz. Eine Institution wurde in diesen Jahren wohl die Gutenberghaus-Olympiade, ein lustiger Vielseitigkeitswettbewerb, und so manche Holzplakette erinnert heute noch an die alpine Grundschule des Hauser Bergsteigervereins. Die Jubiläumsfahrt der Jugend nach Innsbruck, angeseilt durch die einmalige Ausstellung des Alpenvereins Berge eine unverständliche Leidenschaft in der Kaiserlichen Hofburg am 4. Juni 2011. Die Aktion Bergkameradschaft fuhr mit Herbert Lettmeier mit dem Pferdeschlitten durch das Obertal und im August ins Maltertal zur Kölnbrennsperre, der höchsten Staumauer Österreichs. Am Schwerpunkt Klettern soll erlernt werden, wie diese Natursportart für Menschen mit körperlicher, geistiger oder Sinnesbehinderung zugänglich gemacht werden kann. Seilspiele im Wald und auf Wiesen, Parcours aufbauen, Klettern, Räften bis hin zu Spielen im Wasser haben wir vieles probiert. Eine der Kursleiterinnen war etwas ganz Besonderes. Sie saß nämlich selbst im Rollstuhl. Gerade deshalb konnten wir viel von ihr lernen. Friedrich Walcher organisierte das 14. Mitarbeitereisschießen auf der Eisbahn des Gasthauses Häuserl im Wald in Mitterberg. 34 Schützen wagten sich aufs glatte Eis. Zur Sommersonnenwende war Erich Schwab auf der Gammspitze, gegenüber vom Hochgolem. Beim Volkstanz im Edelweiß gab es eine Ehrung für Reinhold Reit, ÖAV Haus Niederöblern, im Oktober 2010 als Dank und Anerkennung für seine Verdienste um das Volkstanzen und als Obmann des Öblaner Festspiels. Bei der im Jahre 1887 von Peter Stocker, Fulgo Rosbeutner, erbauten Kapelle war das traditionelle Treffen im Advent. Altbauer Rudolf Stocker erzählte uns von der Entstehung der Kapelle. Rudolf Stocker verstarb leider am 19.06.2011. Eine zweimal jährliche Herausforderung ist die Herstellung der Zeitschrift Der Berg. Was blüht, kreucht und fleucht, über und unter dem freien Stein war das diesjährige Motto der naturkundlichen Wanderung mit Friedrich Walcher und Eva Ivelio Villin. Die Teilnehmer konnten vor allem sehr viel über die Blumen- und Pflanzenwelt dieses Gebietes erfahren. Während sich Schmetterlinge, Käfer und andere Tiere an diesem trüben Tag nicht sehen ließen. Ob Adler, Wurm oder Frauenfarben, weiße Bestwurz, Alpenbestwurz oder die großblättrige Hybridbestwurz, die immer wieder anzutreffen sind, lernte man zu unterscheiden. In der gemütlichen Mooshütte der Familie Knaus fand bei Krapfen und Steirerkas die Wanderung ihren Abschluss. Im Jahre 1971 wurde der Hauser Alpenverein gegründet. Freuen darf sich der Alpenverein Haus im Ennstal im 40. Jahr seines Bestehens über das 1500. Mitglied. Das war kürzlich der Anlass, dass sich der Alpenverein bei Christine Wieser in Ramsau 84 mit einer kleinen alpinen Aufmerksamkeit einfand.
Eisenkappel, Vereinsausflug im Mai zum südlichsten Punkt Österreichs. Mit Wildensteiner Wasserfall, Obertropfsteinhöhlen, Trögener Klamm, Kärntner Storschitz und Sandaler Sattel. Die Sektion Kufstein kam erst jetzt dahinter, dass es auch in der Steiermark keinen Kufstein gibt. Die 41. Kufstein-Bergmesse mit Pfarrer Magister Andreas Lechner und ca. 250 Personen war am Sonntag, den 4. September 2011 am Kufstein. Und noch ein schönes Bild vom morgendlichen Kufstein, aufgenommen von Karin Brandner-Schneider. Bei der Geburtstagsfeier für unseren Volksmusikanten Rudi Fischbacher spielte Sohn Andreas groß auf. Die Zirbenausstellung im Edelweiß. 9 Termine in den Monaten März bis Juli 2011 mit über 150 Besuchern. Eine wunderschöne Wiege aus Zirbenholz spendete Tischlerei Erich und Herbert Reisinger aus Eich. Symbolisch? Denn vor 40 Jahren wurde die ÖAV-Sektion Haus im Enztal aus der Taufe gehoben. Die 46. Vereinsskimeisterschaften um den Bergkristall gewannen Valentina Hartweger und Erich Moosbrugger. Hanna Lacini ist mit 10 Jahren auch schon dabei. Die Krummholztour 2011 gewannen Niklas Krön und Sepp Tritscher. Bauer Nordic Walking mit Karin Brandner-Schneider, eine weitere sportliche Gruppe im Alpenverein. Gerhard Stranger beim Sonnbergkreuz, eine weitere aktive Gruppe im Alpenverein, die sich jeden Monatsersten am Freitag trifft. Eine neue Gruppe im Alpenverein mit Helmut Knaus. Paddeln und Kajakfahren haben in vielen Sektionen schon eine langjährige Tradition. Wilfried Moosbrugger war über 4500 Höhenmeter mit dem Mountainbike auf der Salzburger Almenrunde unterwegs. Kurt Meyer und sein Team fuhren im Mai auf dem Mostbaron-Radweg durch Oberösterreich und besuchten natürlich auch eine Hochzeit. Großes Interesse beim Sportkletterfest der Jugend, bei den ÖAV-Sportkletterwänden im Turnsaal der Schule. Die Trainingseinheiten der Herbst- und Frühjahrsreihe wurden von insgesamt 1450 Aktiven in Anspruch genommen.
großartige Erfolge der 16 Teilnehmer bei den zweiten Sportklettermeisterschaften der Schulen am 7. April im Rock City in Liezen. Lorenz Etschbacher bei der Siegerehrung mit Epstrin-Bergsteiger Gerfried Göschl. Erste Plätze gingen weiters noch an Tamara Stracker und Eva Maurer. Südwandhütte. Vier Klettertage mit Andy und Lorraine, Birgit und Margret. Und über die Adelscharte von Hütschlag ins Maltertal. Friederike Hummer wanderte am 27.06. zum Ursprung der Enns. Schöne Touren gingen noch nach Bürg und auf den Rossbrand. Ella Kolb. Und zum Abschluss ein paar Bilder unserer mehr oder weniger bekannten Bergseen in den Schladminger Tauern und dem Dachsteingebirge. Thank you.
Auch 2012 sind wir wieder mit dem Alpenvereinhaus im Enztal unterwegs, wo wir wandern, bergsteigen, klettern, Sportklettern, Extrembergsteigen, Skibergsteigen, Skifahren, Laufen, Mountainbiken, Paddeln, Bauer Nordic Walking, Volkstanzen, Brauchtum pflegen, Naturschützen, Wege markieren, Ausrüstungen verleihen, Bergbücher lesen und natürlich auch die Bergsteigerzeitung schreiben.